die besten Mittelfeldspieler und ein Boss, der die mit mir rankt. We are back. Ich bin Kessim, euer Liga-Insider. Gleich kommt Guido, das ist auch ein Insider. Und damit wünsche ich euch schon mal ganz viel Spaß in der Pyramide. Wenn die euch gefällt, macht gerne ein Like, haut hier gerne nochmal ein Abo rein. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Guido, was los? Nice. Und das musikalische Intro, das kommt diese Woche von Raff. Mhm. Keiner kann ihm was sagen, außer Mama, Papa auch nicht. Und damit, I got your guy from your Kickbase Channel. Herzlich willkommen, Tobi. Ich wollte schon anfangen, hier Gang Signs zu machen bei den Intros von dir. Was geht. Nice, sehr gut. Mein lieber Feedback, Alter, das hat sich gewaschen diese Woche. Das war unglaublich, mein Bester. Da habe ich nicht nur eins dabei heute. Wir haben mal so ein bisschen auch Richtung Editing. Das ist Nils Whocan 8159. Es wäre cool, wenn während des Videos schon die Spieler in die Pyramide eingetragen werden, die ihr noch in Klammern habt. Mhm. Nils, richtig geil. Das ist grafisch gar nicht so einfach alles, aber da habe ich mal, da versuche ich heute was. Und zwar, dass wir die Spieler, Tobi, die werden zu sehen sein, die wir dann schon nennen. Okay, nice. Die fallen dann irgendwann aus dem Bild. Aber das kenne ich zum Beispiel auch von deinen Tierlisten, dass du die rechts oder unten, ich muss mal gucken, wo es am schönsten aussieht, dass ich die dann dahin packe und genau, dann sehen sie die. Wir haben noch weiteres Feedback. Bist du bereit, Ich Tobi? Bin immer bereit. Riesen-Feedback-Runde. @AgentStunner. Ich liebe das Kuddelmuddel. Euer gemeinsames Video pro Woche ist schon eine Institution. Macht unbedingt weiter so. Auch das richtig geil. Der sieht auf dem Bild, auf seinem Anzeigebild, ein bisschen aus wie der damalige NFL-Netman Icke. Also auch sehr cool. Ja, Kuddelmuddel im Schnitt. Mein Lieber, das zu sortieren, guten Morgen. Aber Institution, sorry, aber wie geil ist das? Also, weil ich hammerdoll. Hört sich super an. Hammer. So, und das letzte kommt, ich runde das hier ab mit @JohnFettsack6113. Sick name, bro. Du den? Ja, genau, den wollte ich hören. genau, Tobi und Kessim, einfaches, besseres Duo als Iggy TK Marmouche. Das ist 58. ein Statement, Kessim, Alter. Das ist ein Statement. 58 Likes bekommen, der Krank. Bruder. Wirklich so dicker ein Kuss an den Feedback. Dude. Hammer, wirklich. Hier von uns beiden. Also da waren noch viel mehr da draußen. Also Liebe nochmal da an jeden Einzelnen in die Kommentare. Da sind so geile Kommentare reingeklopft. Und also ich liebe das einfach. Also da geht mir auch das Herz auf. Ich habe dir nochmal vorhin eingeschickt, Tobi. Also das ist so nice einfach von euch. Ja, und dann meine Frage jetzt erstmal an dich, Tobi. Ich höre schon ein bisschen an der Stimme. Wie geht's dir? Ich bin wieder einigermaßen fit. Also mein Körper hat wirklich das Länderspielpausenwochenende genutzt, um einmal richtig schön krank zu werden. Deswegen entschuldigt, wenn die Stimme heute nicht so am Start ist wie sonst. Aber dafür habe ich heute den Background im Liga-Insider-Daily-Stil angepasst. Also ich hoffe, das gefällt euch. Kann sich Kessim später freuen. Und ja, geil. Wie gesagt, ich hoffe, die Stimme ist einigermaßen erträglich. Aber sie sollte hoffentlich das Video gut durchhalten. Hört sich für mich sehr gut an. Da waren ja wieder einige Kaufempfehlungen dabei fürs Wochenende. Da hast du ja wieder einen nach dem anderen rausgejagt. Also sah auf jeden Fall sehr geil aus. Hab mir da auch ein paar Notizen gemacht. auch wenn Kleindienst da noch nicht die lila Farbe gefunden hat. Gleich ja bald wieder im Stürmer-Ranking, Kessim. Ja, ich muss generell da mal sagen, ich habe richtig Bock drauf. Ja. Also ich bin sehr gespannt, was das heute wird. Wir machen ja heute die Mittelfeldspieler. Ja. Und es ist einfach mega geil, weil wir haben das schon vor 2 Wochen vorgehabt. Wir arbeiten jetzt ja quasi mit unter anderem der Basis der ersten Pyramide, die wir hier gebaut haben. Und können auch so ein bisschen Quervergleiche ziehen. Das finde ich super cool. Und ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Ich hoffe, es kommt auch bei den Leuten cool an. Mega geil. Damit hast du eigentlich schon den Start quasi in die Pyramide für uns gebaut. genau, es geht wieder über, wir reden heute wieder über das Game Changer Ranking, über die Mittelfeldstars der Bundesliga und die verfügen über das größte Momentum. Wir haben den Keyplayer, Schlüsselspieler des Teams, Elite, das ist der Keyplayer in Gut, wir haben Weltklasse, die Gegner bekommen Angst und Legende, Magnet überall, so hat es Tobi getauft und am Ende veredeln wir das Ganze noch mit dem Mann pro Reihe. Dann hast du es schon heute gesagt mit der Besonderheit heute, genau, wir haben das schon vor 4 Wochen einmal gemacht. Das heißt, heute arbeiten wir ein bisschen auch mit Pfeilen nach unten, nach oben. Vielleicht ist jemand geklettert, vielleicht ist jemand gefallen, vielleicht ist aber auch jemand neu dabei und bekommt so einen neuen Stecker an sein Bild. Geil. Genau. Und genau, der User, ich höre hier nicht auf, ne? Dark Destiny hat schon gesagt, es gab eine leichte Stürmertendenz.
Die haben wir heute definitiv nicht, mein Lieber. Und wenn ich hier paranoid mal nach rechts gucke, dann für euch, dann hängt das damit zusammen, dass heute hier ja die Aufnahme sich einfach mal um eine Stunde heute, verlegt hat. Heute war die Videoaufnahme wie ein Ärztewartezimmer. Ich habe hier einfach eine Stunde lang gesessen und habe die Wand angeschaut und habe auf Kessim gewartet. Während ihr mir Sachen geschickt habt, Monitor fällt aus, hier ist ein Wackelkontakt, da wurde noch das Frühstück mit der Freundin zu sich genommen. Ich habe mir wirklich schöne Stunde das gesessen und habe mir die Wand nicht angeschaut. Ja gut, außerhalb des Frühstücks war das soweit fein alles. Ja, das VGA-Kabel ist wohl durch. Der HDMI-Stecker hat mich hier gerettet. Und damit rette ich mich und gebe das Mikrofon ab und sag erstmal, Tobi, wer ist denn heute dein erster Keyplayer? Letzte Woche oder vor 4 Wochen angefangen mit Joshua Kimmich mit einem Hot-Tag. Ich bin gespannt, wie du heute anfängst. Ich würde mal sagen, ich fange mit einem an, der letztes Mal nicht dabei war. Hat es bei mir knapp nicht reingeschafft. Du hattest ihn zumindest genannt gehabt. Aber er hat unter letzten Endes in die Gesamtpyramide nicht reingeschafft. Und das ist Xavi Simons von RB Leipzig. Es reicht für mich bei weitem nicht für höhere Kategorien. Aber ich finde trotzdem, er hat sich's absolut verdient, hier dabei zu sein. Auch wenn scorermäßig eigentlich erst in den letzten Spielen so wirklich losgegangen ist bei ihm, ist er trotzdem eine absolute Instanz bei RB. Und RB kommt zwar dieses Jahr primär über die Defensive, aber wenn die Offensive funktioniert, dann ist Xavi Simons ein Teil davon. Deswegen habe ich Xavi bei den Key-Playern mit dabei, Neuzugang in unserer Pyramide hier. Finde ich richtig geil. Ich muss jetzt leider einmal was machen. Ich muss einmal aus dem Video gehen. Du bleibst aber da, ne? Ich bleib hier, jawohl. Okay, top. So, sorry, mein Lieber. Okay, ich hatte keinen Stift. Oh, ah, das ist schwer, das ist schwer. Vor allem bei unseren wilden Gehirnkritzeleien hier brauchen wir auf jeden Fall einen Stift bei sich, das ist ganz wichtig. Im wilden Westen. Ja. So, ihr Lieben, hier war kurz Pause. Ich schneide das aber eh raus. Ich mache einfach weiter bei Xavi Simons. Mhm. Sticht, mein Lieber. Sehr cool. Den habe ich doch auch. Yes, starkes sir. Spiel gegen Augsburg, das habe ich mir doch notiert. Ja. Erfolgreiche Dribblings mittlerweile, auch die 11 hat sich da hochgemausert, die kleine Dribbelmaus, und ansonsten sehe ich da nicht viel, auch wie du es schon gesagt hast. CSRB-Game, 157er Average war das letzte Saison. Crazy. Da ist er noch ein Stückchen weit entfernt, aber ist unsere erste Übereinstimmung. Geil. Keyplayer. Geht gut los. Ich habe eh das Gefühl, ich glaube, beim Mittelfeld werden wir uns immer am einigsten sein. Mhm. Ich weiß nicht warum, ich bin gespannt. Ja. Oh, ich glaube, okay, es wird nicht so einig wie letztes Mal. Okay, nice. Ich habe auf jeden Fall einen Hot-Take drin. Ich habe auch den einen oder anderen Hot-Take drin. Okay, nice. Top. Alright, dann machen wir gerne weiter. Würde ich weitergehen, jawohl. Und ich nehme mal ihn hier, und zwar Ritz Doan. Den hatten wir jetzt schon in diversen Pyramiden von uns, auch in der Breakout-Pyramide. Matchwinner in Bremen, dann ein Screamer in Heidenheim. Internationale Wochengrad in Freiburg. Also wirklich phänomenal, was der da macht. Und der gibt dem Freiburg-Spiel so viel mehr. Also das habt ihr auch so hervorgehoben im Fernschuss-Podcast, wo ich heute auch mal reinschauen werde. Also beziehungsweise gestern dann. Wir recorden ja heute am Montag. Deswegen, ich habe ihn auf jeden Fall drin. Der kann wirklich mit jeder Einzelaktion jedes Spiel entscheiden. Ritz Doan, ein Keyplayer von mir. Kassim, as smooth as butter. Es geht gut los hier. Ein zweites Super. Sticht. Ja. Das ist krass, Alter. Ich glaube, heute wird wieder gut laufen. Heute gibt es weniger coole Modifi-Zuhörer. Ja, so ist es nämlich. Agent Stunner. Let's go. Ja, muss ich gar nicht so viel dazu sagen. Für mich hätte er auch fast das Potenzial für Elite gehabt, aber dann war er letzten Endes, es lag nicht an ihm, sondern daran, dass es einfach noch bessere Spieler gab, weswegen er nicht reingekommen ist. Aber Ritz Doan ist ein geiler Spieler, schultert auch unter anderem mit Vinci zusammen die Freiburger Offensive, und deswegen musste er auf jeden Fall in der Pyramide vorkommen. Sehr guter Kicker, und wenn der so weitermacht, dann wird er mit Sicherheit dieses Jahr auch noch in der Elite-Kategorie auftauchen. Gut, dann haben wir einen dabei, den du beim Breakout-Spieler sehr weit oben hattest, wo ich den Koch einpacken wollte. Ich habe Enzo Mio auch bei den Keyplayern mit dabei. Ja, ich finde, er spielt insgesamt eine sehr gute Saison, noch keine überragende Saison, aber ist für mich auf jeden Fall ein Difference-Maker in der Stuttgarter Offensive, macht da einen guten Job, und deswegen ist er bei mir am Ende in den Keyplayern drin gelandet. Ja, ich habe ihn gar nicht drin. Alright, ich dachte, du holst einen Starboy hier mit. ja, den hatten wir auch sehr hoch gerankt, ne? Mhm. Ich habe hier noch einen Hot-Take, deswegen, ich habe ihn in Klammern. Mhm. Und der klassische, das ist der erste Mann, den wir jetzt mal hier unten einbauen. Und der ist erstmal on hold. Ich finde es aber valide, und auch weil wir ihn Breakout-mäßig auch so weit oben hatten, wäre das schon
wäre das schon fast unfair, den jetzt hier nicht. Wir müssen schauen. Wir dürfen mit Sicherheit nicht alles hier so smooth sein wie die ersten beiden Picks. Nee, okay, ich mach mal weiter. Ich weiß nicht, ob du ihn überhaupt drin hast. Stöger. Ich habe ihn mal drin. Ich finde, der macht ganz viel. Sticht. Also ist für mich auch so ein... Ah, okay, geil. Ist für mich ein Behind-the-Stats-Mann. Also ja. Sieht man vielleicht auch nicht direkt, auch jetzt in den Daten, aber der macht so viel für Spiel. Torschussvorlagen ist er auf jeden Fall super. 4 pro Spiel, das ist so viel. Und ich habe mir die Heatmap angeguckt, Tobi. Ist ein Johnny Burkert. Also der ist... Ja, ist ein Johnny Burkert. Blende ich auch nochmal kurz ein. Links, rechts, zentral. Hat auch so einen Strafraumzipfel mit drin. Also gefällt mir richtig gut. Und ich würde Kevin hier reinbringen. Er ist nicht allein zu Hause. Er ist in guter Gesellschaft auf jeden Fall auf Key Player. Yes, auf jeden Fall. Muss für mich auf jeden Fall mit rein. War für mich auch einer der wenigen, die ich direkt aufgeschrieben habe, aber halt nicht für höher, weil letzten Endes an ihm liegt es auch hier nicht, sondern eher daran, dass Gladbach halt bisher eine Meh-Saison spielt. Also die haben immer geile Ansätze gezeigt. Wenn es mal gut lief, dann war es halt 90% federführend Kevin Stöger, der dafür verantwortlich war. Und das gilt für mich auch weiterhin. Und ohne Kevin Stöger wäre diese Mannschaft hier komplett aufgeflogen. Deswegen für mich Definition von einem Keyplayer. Für mehr reicht es noch nicht ganz, da muss er noch ein bisschen was zeigen. Also er droppt schon runter im Vergleich zum letzten Mal. Aber mal gucken, wo jetzt, wenn die leichteren Gegner kommen, das Ganze mit King Kev hingehen kann. Geil. Mega gut. Yes, sir. Du kannst nur so unterschreiben. Yes, sir, du bist weiter. Ne? Geil, da bin ich am Start. Ich habe jemanden dabei, der für mich nur runtergedroppt ist, weil er einmal ein bisschen die Nerven durchgebrannt sind und er sich eine rote Karte aufgeholt hat mit Nadim Amiri. Ich finde aber trotzdem, dass der hier irgendwo drin vorkommen muss, weil Nadim Amiri ist die Definition von jemandem, der die Mannschaft alleine schultert, so ein bisschen das, was wir jetzt gerade bei Kevin Stöger auch gesagt haben. Er ist der absolute Mann bei Mainz und man hat es auch im letzten Spiel gesehen gegen Pauli. Der eine Pass auf Amindosi war einfach so unglaublich gut und generell auch in dem Spiel, auch wenn Mainz sich da tendenziell ein bisschen reingebunkert hat, war Amiri der Mann, der in den wichtigen Situationen da war. Und es gilt nicht nur für das Spiel, sondern natürlich auch die Spiele davor, jetzt ausgenommen das Spiel, wo er mit Gelb-Rot geflogen ist und das Spiel, das er danach gefehlt hat. Die klammer ich mal aus. Kann mir vorstellen, dass du ihn deswegen gar nicht dabei hast, aber ich wollte ihn trotzdem hier genannt haben. Natürlich habe ich ihn dabei. Sehr gut. Klar, mega gut. Gebunkert und geborkert haben sie auf Pauli. Ja, also für mich auch. Hebt das Level nochmal so um 2-3 Stufen hoch. Und ansonsten unterschreibe ich das, was du gerade alles gesagt hast. Auch bei Keyplayer? Ich habe ihn aber bei Elite. Okay, ich wollte gerade sagen, das wäre wild, wenn wir so und so einig wären. Ja. Okay. Ich habe ihn jetzt erstmal in Klammern für Keyplayer. Genauso wie Mio. Und das wären dann die ersten beiden, wo wir uns noch nicht einig sind. Aber Simmons, Doan und Stöger sind wir uns schon einig. Jawohl. Das finde ich, sieht schon sehr gut aus. Hast du noch wen über bei Keyplayern? Ich habe noch 2 Stück. Ich habe einmal Version ein bisschen heißer und Version Hot Take. Welchen willst du da zuerst? Ich will erst den Hot Take. Okay, jetzt gut anschnallen. Das ist Marius Bülter. Ja, ist mein Hot Take hier. Letzten 3 Spiele 3 Tore geschossen. Der war bei Schalke auch so richtig gut. Und jetzt nach der Eingewöhnungsphase kommt der jetzt richtig rein bei der TSG. Ist gerade gar nicht aus der Startelf rauszudenken. Und ist auch schon 31. Das hat mich ein bisschen erschrocken. Ich dachte, der wäre jünger. Dribbelt, kreiert, tackelt und gibt dem Mann einen Spot in unserer Pyramide. Können wir direkt machen. Habe ich Bock drauf. Ohne Spaß. Schmeiß mir Mio raus und packen Bülter rein. Gefällt mir richtig. Bülter ist für mich die Definition Dream Crusher. Immer, ich habe Bülter nie selber in irgendeinem Fantasy-Manager gehabt, aber immer, wenn quasi ein Konkurrent ihn aufstellt, wird er zu Cristiano Ronaldo, macht einen Hattrick. immer eine Anekdote, die ich auch gerne erzähle. Wir haben vor 2 Jahren oder wann ist Schalke abgestiegen? Vor 2 Jahren, ne? Ja, vor 2 Jahren haben die gegen Mainz gespielt, Freitagabendspiel. Ja. Und jeder ist auf Mainz gegangen, weil es war ein Heimspiel. Mainz hat noch nicht einmal verloren in der Saison. Man hatte so Bock auf dieses Game. Und Marius Bülter hat da irgendwie auch 3 Scorer gemacht und Schalke hat das Ding am Ende 3-2 gewonnen. Kannst du keinem erzählen. Der Mann ist einfach der absolute Dreamcrusher. Aber ich finde, der hat es absolut verdient, hier drinnen zu sein. Allein das Spiel gegen Bremen, in diesen ersten 30 Minuten, war der so überkrass. Also von mir aus auch vollkommen verdient hier mit drinnen. Geil. Sogar hier noch mit den 31 Minuten hast du dann noch gescannt. Richtig geil. Ich erinnere auch das Spiel. Das ist ja Anekdoten-Tobi heute. Ich bin gespannt, was du noch auspackst. Aber das Spiel habe ich auch. Das war, glaube ich, 90 plus 7 oder so, wo auch noch gar nicht so krasse Katar-Nachspielzeiten am Start waren. Aber
Das hat er geil gemacht. Genau, Elfmeter dann noch am Ende, ne? Genau. Das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass er mir die Träume zerstört hat im Abend, weil ich hatte drei Mainzer aufgestellt und mit zu null gerechnet. Ah, okay. Ja, das war toll. Ja, geil. Dann ist Bülter auch gelockt und du warst schon durch mit deinen Spielern. Ich bin durch, ja. Du kannst den letzten auch noch raushauen. Da weiß ich, dass du den höher hast. Das ist für mich Serge Gnabry. Mhm. Ist kein Breakout-Spieler, da hast du Feuer bekommen. Frag mal nach bei Jonathan G1510 Butterfly 777 Alpha und Eise 27-11. Zwei Scorer, letzten vier Spiele. Letzten zwei Spiele, Tobi, keine Torbeteiligung. Der kocht aktuell lauwarm, würde ich sagen. Andere sich da aktuell in einer besseren Form. Wir hatten auch die Belastungssteuerung, du erinnerst dich. Mhm. Anfang September. Gib dem Mann mal eine Pause und rank den mal jetzt eins weiter runter auf Key Player, mein Lieber. Der war bei Elite, also, ich würde ihn da runterkochen. Also, guck mal, ich check das mit aktueller Form. So, du hast jetzt drei Spiele angesprochen. Wenn du überlegst, ich finde, also wir vergleichen jetzt Amiri und Gnabry. Amiri hat ein Spiel davon komplett gefehlt und ist in einem Spiel nach 30 Minuten mit Gelb-Rot runtergegangen. Da muss man doch Amiri unter Gnabry packen, weil Gnabry war trotzdem stark. Ja. Innerhalb des Rankings Keyplayer, ist das für mich okay? Ja. Da ist Gnabry über Amiri, ja, okay. Aber nee, wir haben ja, dann ist ja quasi, Keyplayer. Wenn wir Amiri runterpacken, sind die Keyplayer voll. You know? Ah, oh, du willst es so machen. Und dann wäre Gnabry, weil ich habe Gnabry in Elite. Gnabry? Also höher habe ich ihn auf jeden Fall auch nicht. Das hat er auch nicht verdient. Ja, okay. Weil er ist ein bisschen abgeflacht, was so den Heatcheck angeht. Ja. Ich finde aber trotzdem, dass er auch in den letzten Spielen sehr, sehr gut für Bayern war und auch eine absolute Konstante war und auch sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat, auch wenn es jetzt scorermäßig dann vielleicht ein bisschen runtergedroppt ist im Vergleich zum Anfang der Saison. Ich finde trotzdem, gerade was Defensivarbeit angeht, ist Gnabry so unglaublich essentiell für diese Mannschaft. Also für mich gehört er immer noch hier mindestens in, er gehört auf jeden Fall in die Pyramide rein. Ich habe ihn aber, wie gesagt, nur auch in Elite drin. Aber ich finde, er hätte jetzt gerade nach aktueller Form mehr verdient als Nadim Amiri. In Elite. Ich halte noch einmal gegen. Ja, gerne. Über Bülter, check. Über Stöger, check. Über Simmons, check. Ich mache hier nochmal den Heat-Check mit dir. Wollen wir Doan hochpacken? Werde ich angerufen. Du rufst mich jetzt aber nicht parallel an, ne? Nee, das nicht. Aus Belgien, okay. Weiß nicht. Aber nee, Simmons ist ja Niederlande, ne? Okay, gut. Ja. Lukaku ruft gerade an. So, weiß ich nicht. Was sagst du? Doan? Eins hoch? Ich hatte Doan tatsächlich zuerst in Elite und habe ihn dann runtergezogen und Gnabry da reingepackt. Also von mir aus können wir das auch switchen. Ja, dann kochen wir den Koch runter. Mhm. Bin ich fein mit. Auf Keyplayer. Wir hatten Doan ja letzte Woche, wie du auch weißt, gar nicht drin. Also vor vier Wochen, wo wir das erste Mal dieses Ranking gemacht haben. Dann packen wir den, das ist ja der Senkrechtstarter hier. Straight zu Elite, direkt in Elite, ja. Ja, easy. Doan ist in Play, mein Lieber. Doan hat es geschafft. Er bekommt hier den ersten New-Sticker. Genauso wie Bülter, der es auch neu reingeschafft hat. Und, dann, und Xavi. Xavi war auch nicht dabei. Simmons, Halleluja, der hat auch einen neuen Sticker bekommen. Cool, da haben wir drei Neulinge und Elite ist eingeweiht mit Ritz Doan. Geil. Sehr spannend. Gefällt mir. Nice. Gefällt mir. Gefällt mir auch sehr gut. Können wir direkt weitermachen mit Elite, oder? Dann machen wir direkt weiter und du dürftest starten, weil ich habe quasi Gnabry und Bülter quasi reingeschmissen und du dürftest jetzt deinen ersten Elite-Mann rausjagen. Gerne. Hier. Ich bleibe in Freiburg. Die Pyramide reinjagen. Ja, ich bleibe in Freiburg. Ich gehe zu seinem kongenialen Partner. Ich gehe zum Winsche. Nice. Und wir hatten ihn letztes Mal schon in Elite. Er bleibt weiterhin für mich in Elite. Er hat für mich die Leistung komplett bestätigt. Und ist einfach der Mann. Freiburg hat einen überragenden Saisonstart hingelegt, eigentlich kaum gestruggelt, außer das eine Spiel gegen Pauli, wo sie dann einmal so ein bisschen die Konterdusche bekommen haben. Aber abgesehen davon spielt Freiburg eine makellose Saison. Und der besagte Litz Doan und Vinci Grifo sind halt die zwei Männer, die da sinnbildlich offensiv für stehen. Deswegen ist Grifo für mich weiter in Elite mit drin. Wie auch letztes Mal schon. Ich grüße ganz lieb in meine Homie-Liga. Das ist die Hansdampf-League. Da bin ich Besitzer von Grifo und Doan. Boah. Deswegen schmecken mir deine Worte sehr, sehr gut. Letzten vier Spiele, vier Scorer ist für mich. Er bleibt auch auf dem absoluten Elite-Level. Hatten wir ihn letztes Mal auch schon reingerankt, wie du sagst auch. Und Doppelpack gegen Heidenheim. Und auch irgendwie hat wieder diese kleinen, schnellen Bewegungen, die wir auch kennen. Mann. Die wir bei Grifo auch lieben. Kreierte Großchancen, die meisten aller Bundesligisten. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal raushauen hier. Zeigt auch, welche Gefahr einfach von ihm ausgeht. Und Schüsse aufs Tor ist er.
Schüsse aufs Tor ist er die 7. Torschussvorlagen auch fast 3. Also alles Top 10 Stats. The Italian Assassin. Elite mit Grifo. Sehr gut. Geiler Mann. Nice. Gut, haben wir drin. Elite. Perfekt. Wenn der, übrigens, wenn der Grifi heißen würde und in der Liga spielen würde, hätte der 90 Millionen Marktwert. Just saying. Wie? Grifi? Grifi. Hätte der 90, aber halt nichts zu tun mit Bifi, ne? Nee. Grifi einfach. Mit so einem I und dann noch so ein Schrägstrich auf dem I. Dann hätte der 90 Millionen Marktwert und wird bei Barca spielen. Okay, so, weiter geht's. Okay, du machst okay, spannend. Okay, müssen wir einfach mal so stehen lassen. Wie Grifo seine Gegenspieler. So sieht's aus. Nice, Tobi. Ich mach meinen nächsten Elite-Player. Yes, ich bin bereit. Und ich fahre mit dir Richtung Hot Take. Oh. Aber du musst dich einmal anschnallen. Bist du angeschnallt? Warte, ich mach den Ragnar Ach-Jubel. Okay, ich bin angeschnallt. Es ist schon wieder Zweitliga-Tobi am Start. Jamal Musiala fehlte gegen Frankfurt, tat sich schwer gegen das Leverkusener Bollwerk. Diese super Dribblings, die hatte er, aber auch einfach ein schweres Spiel. Musiala fehlt die Frische, hieß es, gegen Aston Villa und deswegen musste er auch nur auf die Bank. Ich gönne ihm auch eine Pause. Ich gönne ihm hier auch mal die Bank von unserer Weltklasse. Ich erwarte ihn aber zurück im Topspiel gegen VfB und ich sage Jamal auf Elite und das sage ich zu einem Jamal-Besitzer. Deswegen bin ich ganz gespannt, was du sagst. Zum Jamal Musiala Fanboy, Vorsitzendes Fanclubs. Es ist valide. Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt. Er ist bei mir trotzdem in Weltklasse reingekommen. Wir können es aber offen lassen und ich bin gleich sehr gespannt, weil da werden wir wahrscheinlich zwei Personalien so ein bisschen gegen argumentieren müssen. Soll ich mal weitermachen, damit, wenn ich gerade im Gedanken drin bleibe? Du bleibst in dem Gedanken drin, Jamal ist in Klammern. Hast du auch Granit Xhaka bei Elite? Nee. Okay, dann, got it. Ich dachte, das wird dir jetzt ein Pavlovic-Jamal Musiala-Battle. Hast du Pavlovic bei Elite? Okay. Du sollst erstmal deinen nächsten Spieler sagen. Was willst du die Pyramide schon so? Ja, okay, sorry. Wie gesagt, ich habe Jamal Musiala bei Weltklasse. Er hat es dann für mich letzten Endes trotzdem über zwei Spieler geschafft, die ich jetzt noch bei Elite habe. Und ich habe jetzt schon beide gespoilert, also macht es jetzt keinen Sinn, hier auf Dings zu tun, als hätte ich sie noch nicht gesagt. Ich habe sowohl Pavlovic als auch Granit Xhaka bei Elite. Ich finde Pavlovic, dicke Props, hatten wir letztes Mal gar nicht dabei. Und ist jetzt auch ein Senkrechtstarter, genau wie Litzdoan, hat sich das absolut verdient, hier in Elite reinzufliegen. Du hast letztes Mal schon hier ein Stats-Massaker rausgehauen, warum der Mann komplett on fire ist und ich gehe da komplett mit. Ich habe mich wirklich in diesen ersten 6 Spieltagen in Pavlovic verliebt. So doll, dass ich letzte Woche im Podcast gesagt habe, ich brauche den in beiden Länderspielen in der Startelf. Ich habe Bock, Pavlovic beim Fußballspielen zuzuschauen. Richtig geiler Kicker, geiler Mann. Für Weltklasse fehlen mir noch so die richtig entscheidenden Aktionen, weswegen er bei mir nur für Elite oder es bei mir nur für Elite gereicht hat. Und genau, das war letzten Endes mein Battle. Pavlovic oder Jamal Musiala für Weltklasse oder Elite. Musiala war letzten Endes bei mir nochmal der kleine Edge, weil er sowohl im Spiel gegen Bremen einfach gottlos gut war, dann das Spiel danach gegen Leverkusen. Ich meine, wir werden auch noch über Florian Wirtz hier heute irgendwann reden. Wirtz, wenn man einfach Wirtz und Musiala in diesem Topspiel vergleicht, dann siehst du einfach, wie gut Bayern aktuell ist. Und wie weit die aktuell vor Leverkusen auch vielleicht voran sind, zumindest in diesen großen, direkten Duellen. Ich fand trotzdem auch in dem Spiel gegen Leverkusen Musiala ziemlich gut und das nächste Spiel ist ausgefallen, deswegen ist es schwer, da so die Sample-Size zu greifen. Er hat es für mich trotzdem in Weltklasse reingepackt, weil ich ihn nicht von Legende runterdroppen will in Elite. Dafür ist er immer noch viel zu gut, auch wenn er jetzt gerade verletzt ausfällt. Ja. Jetzt habe ich quasi gesagt, ich habe Musiala bei Weltklasse und Pavlovic bei Elite. Genau, dann fange ich mal hinten vorne an. Mhm. Wir machen mal Pavlovic. Ja. Sticht. Sehr gut. Ist für mich auch der neue Palinja. Ihr hattet ihn auch sehr schön im Fernschuss-Pod drin. Du hast da einfach mal rausgekramt. Die 97% Passquote gestört gegen Frankfurt. Ja. Insane, Bro. Über 100 also, Pässe. Deswegen sag ich. Das ist so krank. Ja, 117 von 121. Dann ist der Junge, der ist 20 Jahre alt, ne? So verrückt. Das ist einfach 20 Jahre. Die so haben verrückt. Den gebunden bis 2029. Also Bayern-Management kocht auch stark anders gerade. Und genau, wenn wir Gnabry runterkochen, dann müssen wir hier auf jeden Fall den Elite-Koch, ist auf jeden Fall Pavlovic. Richtig geil. Ich sag, willkommen in der Pyramide, er ist neu dabei. Pavlovic sticht. So, Jamal, hast du jetzt die Lanze gebrochen für Weltklasse? Mhm. Ja, ich hab ihn halt bei Elite. Wir müssen uns jetzt irgendwie einigen. Wir müssen uns jetzt irgendwie einigen. Na gut, Xhaka, genau, das ist ja quasi jetzt das Elite, dann würde ich jetzt einmal für Xhaka nochmal gerne, ein bisschen gerne
bisschen Stats-Breaking machen. Und zwar, vielleicht kriselt Leverkusen gerade, aber ich finde, er ist für mich noch der Typ, der den Laden da zusammenhängt. Über 91% Pässe bringt er dir an. Zweikämpfe, Luftkämpfe ist er wirklich top. Dann hat er 3 Assists, letzten 4 Spiele, also wirklich eine Form, die hier super ist. Die hat Jamal nämlich gerade nicht. Der gibt dir gegen Kiel, ich habe es ja gesehen, das Spiel, ich war ja im Stadion, der gibt dir fast 200 Punkte bei Kickbase ohne einen Scorer. Deswegen, ich beiß hier auf Granit, ich beiß in die Pyramide und der Junge bleibt auch in Weltklasse. Damn. Ich habe halt, keine Ahnung, ich habe jetzt so, wie habe ich meine Pyramide zusammengebaut? Ich habe, letzten Endes war für mich das Ausschlaggebendste eigentlich die letzten 3 Spiele, ja. Weil wir wollen ja so einen Heatcheck machen der aktuellen Form. Ja. Trotzdem ja, genau. Fände ich es affig, den Saisonstart auszufaktorisieren. Habe ich aber bei allen Spielern gemacht. Also sowohl Musiala als auch Xhaka hatten wir letztes Mal in Weltklasse oder halt über Weltklasse mindestens. Und beide spielen eine überragende Saison. Und dann habe ich mich einfach nur quasi 50-50-Duell der beiden und Pavlovic, war so quasi ein Dreifach-Duell zwischen den dreien und habe die letzten 3 Spiele verglichen. Und ich fand Granit Xhaka, ausgenommen von dem Assist, das einfach nur ein Querpass war auf Robert Andrich gegen Bayern, super schwach. Gegen Kiel, also Kiel war einfach nur Ball hin und her geschiebe. Das war auch keine wirklich starke Leistung von Leverkusen. Vor allem halt einfach diese Zielstrebigkeit, die Leverkusen normalerweise mitbringt, gerade im letzten Angriffsdrittel, wo sie den Gegner wirklich in den 16er rein pressen und du das Gefühl hast, es fällt jede Sekunde ein Tor, was eigentlich so ein unnachahmliches Ding war in der Bundesliga von Bayer, fand ich ihn auch nur okay. Und im Spiel gegen Wolfsburg fand ich ihn auch wieder stark, muss man ehrlich sein. Da hat er auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja. So, und das habe ich dann einfach mit Musiala verglichen, der ein überragendes Spiel gegen Bremen hatte. Und ich finde, Musiala hat ein besseres Spiel gemacht als Xhaka gegen Bayern, quasi im direkten Vergleich. Und dann ist halt schwer. Aber gut, er hat natürlich auch den Assist. Ja. Genau, Punkte habe ich nicht. Ich versuche ja hier immer so ein bisschen allgemein zu betrachten, um diese Kickbase-Brille auszuziehen. Okay. Genau. Deswegen, für mich ist Musiala halt einfach immer noch formmäßig, als auch gesamtmäßig ein kleines bisschen über Granit Xhaka. Und weil eben Leverkusen diesen kleinen Form-Dip hatte in den letzten beiden Spielen, habe ich mich dann dafür entschieden, Musiala über Xhaka zu packen. Aber ich merke schon, der Granit, der ist fest angerührt bei Kassim. Wir können von mir aus, vielleicht kitzelt's Musiala auch. Ja. Wir packen ihn von mir aus in Elite, wenn dein Herz darauf beruht. Geil. Und vielleicht stichelt's ihn an und er kommt wieder back zur alten Form und kann vielleicht sogar nächste oder in 4 Wochen dann die Legendenkategorie wieder einnehmen. Ich finde es fair, wie du jetzt zurückruderst. Ich finde aber auch geil dein Deep Dive. Also du gehst hier gerade ganz anders durch die Spiele. Also du guckst hier gerade wirklich Game by Game und einfach nur, wie du die wahrgenommen hast. Du guckst die Spiele ja auch alle. Das ist auch richtig geil. Und ich würde dir den Ball wieder rüberschieben. Und wenn du wirklich sagst, Jamal hat dir da besser gefallen. Ich sehe halt jetzt auch gerade Nacio auch Pause und dass der auch gegen Villa eine Pause bekommen hat. Ich finde das schon auch legitim, dass der bei uns eine Pause bekommen hat. Und Xhaka ballert halt durch. Von den Matchups würde ich auch sagen, da hatte das Xhaka ein bisschen einfacher. Deswegen hat er wahrscheinlich auch mehr Punkte jetzt geholt, die letzten Spiele. Gerade gegen Kiel hätte Jamal wahrscheinlich auch nochmal anders aufgezaubert. Gegen Kiel hat Jamal, glaube ich, in einer Halbzeit mehr Punkte gemacht als Granit Xhaka in 90 Minuten. Ja. Wo er dann noch ausgewechselt wurde, wo du im Stream auch sauber warst. Ich erinnere das. ich würde es, wenn es für dich okay ist, dann machen wir Jamal in Elite. Jetzt können wir machen. Viele Jamal-Besitzer gehen gerade aus dem Stuhl. Ich bin's ja selber. Wie gesagt, Freunde, wir Jamal-Besitzer, wir hoffen einfach, dass Kassims ungerechtfertigter Groll hier Jamal Musiala natürlich wieder anzündet und nächstes Mal wieder die Legendenstufe einnehmen kann. Ja, okay, sehr gut. Dann ist sehr schön. Weltklasse haben wir dann direkt Xhaka eingeloggt. Jawohl. Xhaka. Granit Xhaka. Nee. Xhaka, genau, so Tiki-Xhaka, sag ich auch immer. So, wir haben dann noch 3 Spots offen und die sind eigentlich fast klar, außer du hast also noch ein richtiges Spot jetzt weg. Es kann nicht hier wieder ein Kim passieren, Kessel. Es geht völlig nicht. Völlig Banane. Wir haben die 3 selben. Es muss so sein. Es ist nur die Frage, wie wir sie geordnet haben, da bin ich sehr gespannt. Außer du holst jetzt wirklich Elvis Rex Bitschein aus, aber glaube ich jetzt nicht. Schwer. Gut, den du ja auch so gerne magst. ich würde weitermachen. Und ich gehe mit dem Mann, den du letztes Mal zuerst genannt hast. Und jetzt sticht. Ist er Weltklasse. Er sticht, es ist Joshua Kimmich. Jawohl. Und er dachte sich auch, ist ja cool, was Kessim und Tobi da machen. Ja. Aber auf Keyplayer habe ich einfach gar keinen Bock. Also die Kickback-Punkte ab Kiel, also wirklich. Also alle, die in Kimmich da beliebt haben, jetzt auch, oder ist er auch Kapitän der Nazio. Kimmich, ich habe mir nur die letzten 4 Spiele angeguckt, Tobi. Ein 225er Average bei Kickbase? Mhm. Are you kidding me?
Dann habe ich ihn mir direkt auch bei Comunio gezogen. Ich brauche den Mann jetzt nämlich auch ohne Assist, Tobi, ne? Der ist noch ohne Scorer unterwegs. Das krank, und deswegen ja. Ist er auch officially back. Kreierte Großchancen, die 9. Da spielt er sich gerade hoch. Auch in alle Herzen der Bayern-Fans wieder. Torschussvorlagen, 2 Kämpfe. Der Typ ist so wertvoll für Bayern. Und mit Scorer fliegt der hier vielleicht uns mit Legende um die Ohren. Deswegen, spielt auch durch, das habe ich mir auch noch angeguckt. Dann hat er noch die meisten Kilometer abgespult mit über 73 Kilometern. Das habe ich auch gesehen. Also auch die Fleißpunkte, gibt sie auch noch alle, Kimmich. 2 hoch von Keyplayer auf Weltklasse, eingeloggt. Der hat wirklich gesagt, hold my Lederhose. Ich habe gar keinen Bock auf die Keyplayer-Kategorie und ich muss sowas von mindestens in Weltklasse hier rein. Ja. Und er hat so uns da mal richtig schön vom Gegenteil bewiesen. Nee, hat er sich zu 100% verdient. Es ist wirklich, Wie du sagst, der alte Kimmich ist back. Und das ist halt eigentlich absurd, weil normalerweise in diesem Company-Spielsystem, das habe ich letztes Mal auch gesagt, ist er eher so ein, also wenn du da rausstichst, dann hat das echt was zu sagen, weil Company baut halt im Gesamtansatz auf. Und normalerweise ist dann gefühlt unmöglich für einen Spieler da auch signifikant rauszustechen. Und Kimmich hat einfach gesagt, pass auf, ich schaff's in diesem Ansatz nochmal dominanter zu werden und bin jetzt der Main Man im Spielaufbau und ist wirklich, wie du sagst, der alte Kimmich, überragend gemacht. Also wirklich brutal gut. Und gehört hier definitiv in Weltklasse mit rein. Der spielt wirklich eine 10 von 10 Saison. Und was du auch gesagt hast, spielt immer durch. Ist gefühlt der Einzige, der Bock auf Länderspielpause hat. Also ich glaube, der könnte 5-mal die Woche spielen. Der hätte trotzdem noch Bock, am nächsten Tag wieder zu spielen. Der Mann ist unkaputtbar und dementsprechend vollkommen verdient hier in Weltklasse mit drin. Und dann auch jedes Spiel einfach, also bisher jedes Spiel mindestens eine 8 von 10 gedroppt, was Performance angeht. Der hat noch kein einziges schlechtes Spiel hingelegt. Ja. Kimmich ist überragend. Gehört hier in Weltklasse auf jeden Fall mit rein. Hammer geil. Und du hast gesagt, unkaputtbar. Hast du die Szene noch im Kopf, wo er da in die Bande geschubst wird? Ja, und dann noch gelb bekommt. Dann kriegt er da noch gelb. Wo er, ich auch so gedacht, also, wieso kriegt er jetzt noch gelb? Ja, ja, das ist Wahnsinn. Aber da siehst du halt auch wieder, die Bande bricht da komplett zusammen. So, er läuft einfach weiter, so macht ihm da auch nichts aus. Ne? Und so, dann nimmt er sich halt noch die gelbe mit. Aber habe ich auch nicht verstanden, leider. Ref, glaube ich, auch irgendwie da Bananen auf den Augen. Aber dicke Shoutouts an seine, ihr müsst euch mal die Insta-Posts von ihm angucken, was der für Hashtags benutzt. Die sind vogelwild. Ich sag gar nicht mehr, geht einfach auf seine Instagram-Posts und lest euch die Hashtags durch, die er bei seinen Bildern benutzt. Nice. Also Tobi folgt auch Kimmich, haben wir das auch nochmal notiert. Sehr gut. So, und du dürftest jetzt auch nochmal die Lederhosen nochmal runterlassen, aber vielleicht hast du ihn ja auch höher. Ja, da so wie du es anmoderierst, haben wir hier den kleinen, den kleinen Unterschied am Ende unserer Pyramide. Ah, da ist er. Das ist mein Hot Take. Ich sage, Michael Olise ist die Legende für unseren aktuellen Heatcheck. Olise ist für mich gerade, also Es ist einfach unglaublich, was der bisher spielt. Ich hätte es auch niemals gedacht. Ich wusste, dass der ein guter Spieler ist. Ich habe ihn auch in der Prem immer gesehen. Ja. Das ist ein geiler Kicker. Mhm. Aber der kommt da wirklich bei Bayern rein und droppt jedes einzelne Spiel eine Prime Leroy Sané Performance. Jetzt auch gegen Frankfurt. Ich fand den so übertrieben stark in dem Spiel. Generell auch in den Spielen davor, auch gegen Leverkusen war der gut. Das Spiel davor müssen wir nicht drüber reden. Das war das 5-Scorer-Spiel gegen Kiel, wo der einfach gar nicht zu bremsen war. Und ich fände es ihm gegenüber unfair, wenn ich Flo Wirtz über ihn packen würde. Und das funktioniert für mich einfach nicht. Deswegen habe ich Flo Wirtz am Ende in Weltklasse drin und Michael Olise ist meine Legende. Und für die aktuelle Form hat er sich das für mich vollkommen verdient. Ich werde das letzte Gebet nochmal rausschicken. Letztes Mal vor 4 Wochen war es schon, waren wir an einem ähnlichen Punkt in dieser Pyramide. Und es ist dasselbe passiert. Ich weiß, du hast immer einen Bayern-Spieler. Du kreierst bayerische Pyramiden. Das ist okay. Ich muss hier, wenn du für Olise jetzt kommst, dann mache ich hier für Flo Wirtz. Vielleicht bekomme ich dich überzeugt. Mhm. Ich habe ihn live gesehen gegen Kiel. Ja, ist also unglaublich. Diese Bewegung auf engstem Raum. Unglaublich. An der, also Seitenlinie. Der tanzt da mit der Seitenlinie. Aber der Ball bleibt im Spiel. Und sein Timing, das ist wirklich, das ist außergewöhnlich. Also das habe ich auch so noch nicht gesehen. Das kannst du auch gar nicht greifen. Das musst du einmal, ich weiß nicht, hast du Florian Wirtz schon mal live gesehen? Ich habe gerade mein Trikot geholt, was ich mir von ihm geholt habe, weil ich ihn live gesehen habe. Geil. Genau aus dem Grund habe ich hier ein Florian Wirtz Trikot rumliegen. Das ist Musiala und Wirtz sind für mich die zwei freakiesten Spieler, die ich im deutschen Trikot jemals in meinem Leben Fußball spielen gesehen habe. Und danke. Ich habe Flo Wirtz im Spiel gegen Spanien live im Stadion gesehen bei der EM und habe mir danach dieses Trikot geholt, wo er noch last second den Ausgleich gemacht hat zur Verlängerung. Es ist einfach crazy, wie gut dieser Mann ist. Das kannst du eigentlich keinem in Worte erklären, wie gut Florian Wirtz ist. Ja.
Wie gesagt, ich habe Olise nicht hier drüber, weil Olise für mich der bessere Fußballer ist, sondern weil er in der besseren Form ist, wenn man es so sieht. Ja, das ist der einzige Grund, weil wenn wir rein nach dem gehen, eigentlich wäre es richtig hart Florian Wirtz gegenüber, wenn er Back-to-Back nicht in der Legende drin wäre, obwohl er eigentlich gefühlt der beste Spieler der Bundesliga ist. Deswegen, es ist schwer. Ich mache auch weiter. Nee, es ist nicht schwer. Also, ich will hier Wirtz sehen. Er ist für mich, also es ist so wie bei, zum Beispiel in der NBA, wenn du weißt, da steht LeBron James irgendwie auf dem Feld, du weißt einfach, du bekommst Spektakel. Das bekommst du bei Wirtz. Ich möchte ihn hier auch echt auf eine Ebene gerade packen mit Messi und CR7. Also, er ist quasi schon auf dem Weg dahin. Erfolgreiche Dribblings, Tobi. Wer ist die 1? Florian Wirtz, 47,4%. Torschussvorlagen, Schüsse aufs Tor. Da gibt er dir einen Top-6-Stat. Er ist der Notenbeste bei uns in der Liga in seiner Kartei. Meisten Sprints, meisten intensiven Läufe. Mein Lieber, ligaweit. Ich hab's gesehen. Bis zur 90+7 heizt er da in alle Ecken rein. Das ist wirklich Wahnsinn. Drittmeisten Kilometer auch abgespult. Florian Wirtz macht wirklich alles. Und ich hoffe, dass ich dich damit überzeugt bekomme, ihn final. Ich habe das Leverkusen-Jersey an, meine Lieben. Bring him in. Come on. Wir müssen gar nicht groß drum überreden, weil Flo Wirtz ist für mich auch wahrscheinlich auf die Saison gesehen mit Abstand der beste Mittelfeldspieler, den wir in der Bundesliga haben. Und ich wollte einfach hier die Lanze brechen für Olise, weil er es sich formmäßig, es wird nie wieder wahrscheinlich dieses Jahr die Chance geben, für einen anderen Spieler außer Musiala oder Wirtz hier in die Top-Tier reinzukommen, weil beide einfach normalerweise so unglaublich konstant gut auf einem unfassbar hohen Level performen. Und es wäre einfach jetzt so eine einmalige Möglichkeit gewesen, für einen anderen Spieler da oben reinzubrechen. Deswegen wollte ich die Lanze für Michael Olise brechen, aber es ist schwer, gegen Florian Wirtz in irgendeiner Art und Weise was zu argumentieren. Und ich habe letztes Mal meinen Call bekommen mit Jamal Musiala in der Legende. Da muss ich dir jetzt hier meine Kickbase Creator Cap abziehen und sagen, pass auf, Gassim, Flo Wirtz wird es dieses Mal. Er hat sich absolut verdient, hier den Legenden-Spot zu erobern. Hammergeil. Richtig gut. Aber ich find's auch geil, wie du nochmal Olise nochmal aufgedeckt hast. Also ich habe ihn mir ja auch so notiert. Also gerade Schuss, Assist Creation ist der halt auch überall super. Und man kann das Bayern-Management dann nur beglückwünschen an die Sebener Straße. Auch da Vertrag bis 2029. Also viel Spaß. Für Olise geht's auf jeden Fall eins hoch von Elite auf Weltklasse. Und wer weiß, in 4 Wochen geht's vielleicht noch ein. Mein Call ist, wir werden dieses Jahr keinen einzigen Spieler außer Musiala oder Wirtz eine Legende sehen. Das ist schon hier fast ein Hot-Take, ne? Also wenn Kimmich jetzt noch die Assists reinbekommt oder noch ein Tor schießt, dann weiß ich nicht, wo diese Balken, die werden dann ja gelb, oder? Die färben sich dann gelb? Oder nicht mehr. Ich glaube, die haben das rausgepatcht. Warum auch immer. Kickbase wieder abändern. Das muss wieder da sein. Jawohl. Also ist auf jeden Fall offengelegt. Ich glaube, Kimmich ist auch ein heißer Anwärter. Bin gespannt. Und lass mal Marius Bülter gegen Bochum spielen. Wenn der mal nicht da auch 2 bis 4 Tore schnürt, haben wir den auch nochmal hier drin. Nice. Sehr gut, mein Lieber. Es war mir wieder ein Blümepflücken, sagt man das so? Ja. Sagen das jetzt so, Kassim. Ich finde den Ausdruck wunderschön. Perfekt. Sehr gut. Wir müssen noch picken. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir haben es ein bisschen kürzer heute mal. 39 Minuten sehe ich hier gerade in der Anzeige. Nee, keine Sorge. Und wir machen die 40 voll, weil wir müssen noch picken. Wir picken. Okay, nice. Du darfst anfangen, mein Lieber. okay, Lowest Tier gehe ich dann natürlich, weil ich ja gefühlt, obwohl ich ihn nirgendwo besitze und eigentlich gar keinen Grund dafür habe, mit meinem Chefkoch, mit Serge Gnabry. Natürlich. Nice. Gnabry für dich. Yes. Ja, das habe ich mir doch schon wieder gedacht. Dann, weißt du was, ich mache hier mal den Hero Call. Ich nehme einfach mal Marius Bülter. Finde ich saucool. Warum denn nicht? Hat er sich verdient. Ja, Marius Bülter, mein Mann, finde ich gut. Aber du musst auch abreißen gegen Bochum, wehe nicht. Yes. Gut, super, dann Elite, geht's weiter? Ich mache jetzt hier bei jeder Kategorie meinen Jubel. Als nächstes gehe ich natürlich mit Jamal Musiala in Elite, wer hätte es gedacht. Nice. Auch das habe ich so erwartet. Hast du einen Jubel, einen Torjubel, den du auch selber im Spiel machst, oder? Ich mache tatsächlich den Ragnar Ache-Jubel. ich mach entweder Patrick Schick Doppelbizeps oder Ragnar Ache. Ah ja, okay. Ja, Bizeps bietet sich ja an aktuell bei deiner Pro. Ich muss Pavlovic gehen, weil ich das einfach überragend finde. Und ich hoffe, dass er heute auch fit wird noch gegen die Niederlande, dass er heute spielt. Ich brauche den, also ich habe so Bock, gestern, Mann. Respektive, ich habe auch mega Bock auf den. Und das ist auch mein Elite-Mann hier. Geil. Super, und Weltklasse? Jetzt muss ich kurz einmal durchüberlegen. Ja, klar.
Ist ja natürlich klar. Ja, dann, ich habe nur seinen Jubel vergessen. Was war's? Finger ins Ohr und Augen zu irgendwie so. Michael Olise natürlich, ja, mein Man bei Weltklasse. Nice. Richtig gut. Und ich nehme Kimmich. Ich finde, der hat sich, das ist unser Senkrechtstarter hier. Ja, ja. Kommt zwei Etagen hat er sich mal hier hochgejagt und finde ich richtig gut. Joshua Kimmich, alle, die an den geglaubt haben, die können sich gerade richtig krank abfeiern. Mega nice. Ja, krank ist das Stichwort, mein Lieber. Dann weiterhin gute Besserung an dich. Koch dir da nochmal einen feinen Tee, ansonsten Zitrone, easy. Ingwer, das sind eigentlich so meine Go-To. Hasse ich über alles, aber muss man machen. Ja, wirklich? Ja, doch. Also Ingwer, super geil. Nee, umgekehrt. Ich liebe Zitrone, aber Ingwer finde ich, also Ingwer ist mit das ekligste, was es auf der Welt gibt. Ich finde es so furchtbar ekelhaft. Richtig gut. muss sein. Mein Lieber, und vielleicht treffen wir uns ja auch nochmal und dann schauen wir uns, also wir treffen uns nochmal physisch und dann gucken wir uns nochmal zusammen. Jamal habe ich auch noch nie gesehen oder nochmal Flo Wirtz an, hätte ich auf jeden Fall richtig Bock. Ich bin am Samstag Allianz Arena VIP-Bereich. Nein! Doch, was? Bayern gegen Stuttgart. Erklärung gibt's noch. Erklärung gibt's gleich privat. Alter. Ich bin nicht neureich geworden, ich wurde eingeladen, nur das vorweg gesagt. Ja. Die Streams laufen gut und auch die normalen Videos, von daher. So, ja, werden schön eure Donations hier gesplasht, Mann. Ich grüße alle Bayern-Verantwortlichen, vielleicht guckt der ein oder andere rein. Ansonsten freue ich mich auch, wenn der Presseausweis langsam durchgeht, den habe ich letzte Woche beantragt. Und vielleicht sieht man mich bald auf irgendeiner PK und ich stelle auch eine Frage. Boah, geil. Hier entwickeln sich geile Sachen. Geil. Nochmal Grüße an die Liga Insider Crew. Nice. Mein Lieber, dann schließen wir die Folge. Dir gebührt wie immer das letzte Wort, wenn du magst. Ich glaube, ich habe heute genug gesagt. Alles wurde gesagt. Okay. Michael, an der Stelle, ich habe es probiert, mein Bester. Hat dann leider doch nicht für die Legende gereicht, aber wer weiß. Vielleicht musst du dann, um Kessim zu überzeugen, halt einfach mal 7 Scorer in einem Spiel machen, wenn das Kessim halt noch nicht überzeugt hat. Vielleicht kommt deine Zeit noch und ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Checkt sehr, sehr gerne an der Stelle einmal Shameless Plug den Fernschuss-Podcast ab. Der kam gestern online und da war Kessim zu Gast. Also wenn ihr Bock habt, uns beide nochmal zuzuhören, dann checkt den Fernschuss-Podcast ab. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Gruß an dich. Und damit sind wir raus. Liebe Grüße an alle und ganz viel Liebe. Macht euch einen schönen Tag. Yes, sir. Ciao, ciao. Richtig lässige Pyramide. Und damit, Leute, bin ich raus. Wir hatten heute schon die Tipps, die gibt's hier. Und wir hatten Freitag Datengold. Ein paar Stats zum Spieltag, die sind ja immer noch aktuell. Und dann bin ich raus, wünsche euch noch eine schicke Woche und sag tschüss.